Ich kann eigentlich die Entwicklung so von fast 2 Jahren jetzt so sagen, weil ich die Mannschaft als U9 dann schon bekommen habe vor knapp 2 Jahren. Und wenn man dann sieht, die sind wirklich zu einer wirklichen Mannschaft zusammengewachsen. Der eine wird fürs andere fast durchs Feuer gehen. Also es sind auch viele Freundschaften entstanden in dem Zeitraum jetzt in den knapp 2 Jahren. Das macht natürlich schon Freude und auch ein bisschen Stolz, dass wir da das richtige Händchen gehabt haben bei der Auswahl von den Spielern. Wir wählen ja jetzt nicht nur die Spieler aus nach dem fußballerischen Können, sondern auch nach dem Charakter, nach der Charakterstärke, den Eigenschaften, die der Spieler da mitbringt. Ziel ist natürlich, optimale Vorbereitung auf die U11. Die Jungs gehen ja dann nächstes Jahr auf das Kompaktfeld, also 9 gegen 9. Haben jetzt auch schon 3-4 Spiele gemacht in der Spielform. Weil momentan sind wir ja noch in 7 gegen 7 unterwegs, also im ganz normalen Kleinfeld. Das ist natürlich so das Hauptziel, dass man da die Spieler darauf vorbereitet, nächstes Jahr auch U13 Kreisliga spielen zu können. Aber natürlich ist das Ziel, dass wir Meister werden in der Liga. Wir haben jetzt auch gerade in der Hallensaison viele Spiele gehabt, wo wir so 1-0, 2-0 mal hinten gelegen sind. Die haben wir noch drehen können. Oder so Halbfinals, Finalspiele haben wir selten verloren, weil wir auch diesen Willen danach haben, dass wir niemals aufgeben.